So, ein herzliches Willkommen hier in Folge 2 unseres Let's Play EPL. Und ja, erstmal zur Ansprache. Ich habe ein bisschen überlegt jetzt und hier zur Anlage, zum Diorama, und ich möchte das Ganze hier noch ein wenig umgestalten und umschmeißen. Und zwar so in Art Großstadt-Feeling würde ich das mal machen, weil wir haben ja bis jetzt eigentlich nur so grün immer gebaut. Und dazu hätte ich auch einen kleinen Plan. Also wir machen jetzt hier noch zwei ICE-Gleise hier rechts daneben. Dann haben wir also hier eine viergleisige Strecke. Die ICEs dürfen aber hier auch nur maximal 160 km/h fahren, weil sonst wäre kein Bahnübergang mehr zugelassen. So, dann kommt hier das weg und hier machen wir dann irgendwie mit Straßenbahn oder so und machen wir hier ein wenig Großstadtkulisse. Entweder schneiden wir das dann rechts komplett weg oder wir machen hier auch noch ein wenig Großstadtkulisse. Das schauen wir mal, aber das wäre jetzt hier so ein kleiner Plan, den ich so hätte. Und das machen wir jetzt auch. Und so, weil müssen wir nicht immer Land bauen. Es kann zwar ein bisschen grün. Also ich würde mal sagen, so vor Großstadt, also vor der Großstadt ist das Ganze dann hier und das passt dann schon. So, dann ja, muss ich jetzt hier wenig umbauen, das Ganze. Wir nehmen also das hier erstmal weg und das hier auch. So, dann müssen wir jetzt die Bahnübergangsplatten da noch mal kopieren um zweimal. So, dann können wir die jetzt noch mal hier anpassen. Ja, warum das Ganze? Wir haben ja bis jetzt eigentlich ziemlich viel immer gebaut an, sag mal, immer Land und so, und ja, wir könnten eigentlich auch mal was anderes machen. Ist mir auch gesagt worden, mal im Teamspeak oder so. Irgendwie hat er auch recht, und dann haben wir nicht nur hier mal eine zweigleisige Strecke, sondern mal viergleisig. Auch recht, okay dann. So, also muss ich mich jetzt nur noch kurz mal an die Werte orientieren. Das sind dann hier 28, sollen die 28 behalten, oder? Ne, am Schluss 10 und dann hier nur noch 10. Also 28. Okay, das hier in Anfang dann 10 und das hier nur auf 10. Meine Finger sind hier schon ein Fass eingefroren, weil es hier irgendwie ein wenig kalt drin ist. Und ja, ich nehme erst um 0:57 auf, weil ich jetzt die ganze Zeit mit Windows beschäftigt war und brauche hier einen riesen Dateiverlauf laufen, wie man sieht. Ja, hat ein wenig Zeit in Anspruch genommen. So, ist ja auch egal. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir einfach hier die Gleise nochmal daneben. Das heißt aber natürlich auch, dass wir hier dann zwangsweise Oberleitungen leider spannen müssen. Ja, gefällt mir persönlich nicht so, aber muss halt sein dann, ne? So, den Gleisabstand würde ich aber jetzt hier mal ein wenig größer halten. Also machen wir den einmal hier 5 rechtes oder 5,5. Wenn wir jetzt mal 5,5 nehmen und dann wieder 4,5, dann sieht es ganz gut aus und passt auch hier einigermaßen vom Bahnübergang. Naja, fast 5,5 wären fast schon noch besser. 6 meine ich. Ist aber da nicht zu weit auseinander ist. Nee, eigentlich nicht. Ne. Machen wir mal 6. Und dann haben wir hier die ganzen Bahnübergangslücken ausgefüllt und also ich meine jetzt hier von dem Schwarzen da. Ja, doch, so kann man es durchgehen lassen. So, und genau, das ziehen wir jetzt einfach alles mal vor. Einmal vor, zweimal vor. So, und da hat man dann 75. Das machen wir nochmal extra. Also 6 und dann wieder 4,5. Dann bauen wir mal so eine Art Großstadt hier zum Anfang wieder. So, dann machen wir jetzt irgendwie hier Schotter. Schotter. Wasserweg. Kann ich mir nie merken. So, dann schmeißen wir mal die ganzen Schotter-Splines hier raus.
Die können dann nämlich gleich einen weiteren Abstand bekommen. Zwar würde ich jetzt auch mal sagen, hier so 5 oder so. Müssen wir halt schauen, wie es passt. Ja, 5 passt auf jeden Fall gut. Dann machen wir das doch gleich. Dann am Schluss wieder 75. Seht ihr, ich habe ein gutes Gedächtnis. Das haben wir in der letzten Folge gebaut vor ein paar Tagen und ich weiß es immer noch, dass 75 war. Ha. So, dann hier nochmal. Ja, hier passt auch nochmal 5. Ist ja beeindruckend, die Werte passen heute alle. So, hier fliegt eine kleine Fliege um mich rum. Hallo Fliege. Willkommen im Let's Play hier. Und dann machen wir nochmal 4 ungefähr. Ich muss jetzt schauen. Ich muss sagen, wir treffen die Werte heute ziemlich gut. 4 ist okay, ja. Okay, also so und dann noch mal 75. So und dann passt es und sieht relativ nett aus. Dann sieht man schon mal, dass das was Größeres von der Stadt dann werden muss, wenn hier so viele Gleise reinlaufen. So, Oberleitung, weiß nicht, machen wir die gleich oder nicht. Die Gleise können wir ja schon mal überspannen, das muss ich auch nicht vergessen. So, Elektrifizierung, ja, Zickzack machen wir jetzt mal nicht, machen wir ganz normal. Aber ich weiß, wenn ich das jetzt mit euch anfange, dann kämpfe ich eh wieder mit den Oberleitungsmasten. Weil die mögen mich irgendwie nicht. Irgendwie habe ich jetzt was falsch gemacht, weil irgendwie der Vordraht fehlt. Gleise elektrifizieren, ja. Hallo? Strom? Nichts da. Ja, das ist jetzt. Ach ja, ja, ich bin dumm, ne? Ich habe jetzt die Wassersplines elektrifiziert, aber da sieht man nichts. Entschuldigung, war nicht so gewollt. Einmal dann hier die Gleise, wie es eigentlich gewollt ist. Ah, so sieht es schon besser aus. Genau. So, und dann weiß nicht, ob das hier so. Naja, eigentlich wird es auch für den Anfang von so einer Großstadt passen hier, die Häuser, ne? Weil es kommen ja nicht gleich Wolkenkratzer hier, wenn man es hier so reinfährt, dann. Das passt eigentlich. Ich kann ja das trotzdem wenig ländliche noch machen, aber hier halt dann mit 4 Gleisen. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr dazu Ideen habt. Ich weiß gerade selber nicht so ganz. So, und dann brauchen wir jetzt hier wieder die eine Ampel, die wir zwangsweise gelöscht haben. Ist kein Ampel, ist ein Bahnübergang. Bahnübergangsschranke. So. Die da. Die machen wir auch wieder zu und dann müssen wir die gleich anpassen. Die haben auch einigermaßen gut getroffen. Wir sind ja hier wie Meister heute. So, mir ist heute aufgefallen, die Striche schweben hier ein wenig, ne, wie ich auf der Anlage rumgefahren bin. Mit der Maus bin ich rumgefahren, nicht mit dem Zug. Keine Angst. So, dann die Straße, würde ich sagen, führen wir jetzt einfach hier gerade durch. Also eine Mittellinie ist gefragt. Ein zweiteiliger Gehweg. Wir könnten jetzt natürlich entweder hier Felder machen auf einer Seite und auf der anderen Seite Stadt anfangen. Oder auch nicht. Ich bin mir jetzt da wirklich nicht schlüssig. Vielleicht muss ich da wirklich noch mal ein wenig überlegen. Weil die Standardhäuser, die oben zwei, die würden schon passen eigentlich. Weiß nicht. Also, wie ihr das findet, gerne mal in die Kommentare schreiben. Sollt ihr auch mitbauen hier. Auch nicht, auch wenn nicht live, aber im Video. So. Gut, sieht schon mal okay aus, würde ich sagen. Der Bahnübergang gefällt mir irgendwie recht gut. Den muss ich da aber dann mal mit Schaltkreis schalten. Das wird dann eine aufwendigere Schaltung für 4 Gleise. Naja, schauen wir dann mal. Das kommt auch später irgendwann. So, da drücke ich mich wieder vor. So, ja, ich würde mal sagen, hier könnte man, ich weiß nicht, soll man hier Feld machen oder Häuser? Ich weiß wirklich jetzt nicht.
Ich schaue mal, wie es mit Oberleitung aussieht, mit dem Mosten, was wir dort dann nehmen. Ist glaube ich unter Sonstiges, oder? Nee, dann Verkehr und Oberleitung, Streckenausstattung. Nö. Ach hier, Oberleitung. Ich glaube, da gab es auch so eine Oberleitung, die gleich vier Gleise überspannt, wenn ich nicht falsch liege. Das wird aber auch passen, oder? Schauen wir mal. Ja, das wird auch passen. Könnte man die eigentlich nehmen? Passt aber wahrscheinlich jetzt vom Abstand nicht, oder? Muss gucken. So zum Beispiel da. Nee, die passt jetzt vom Abstand nicht, ne? Das ist doof. Gut. Eigentlich lege ich auf die Oberleitung fast keinen Wert, nicht, weil ich da mich nicht so mit dem Bau beschäftige. Also ich habe auch die LW1-Oberleitung nicht, wie man sieht. Ist mir eigentlich relativ egal, die Oberleitung. Von mir aus können es auch nur die vier Dinger da sein, die über die Gleise so drüber liegen, aber auch nicht wirklich an den Haken dran sind. Das ist mir eigentlich relativ egal, wenn jetzt der Mast nur so stehen würde und ob jetzt die ganzen Leitungen da genau dran hängen, das ist mir nicht so wichtig. Aber wie man sieht, passt das jetzt auch alles nicht, weil die Gleise einen verschiedenen Abstand haben. Seht ihr, links passt es nicht. Das ist doof. Aber ja, kann man schauen, gibt es da einen breiteren Abstand dann? Sechs Gleise? Nö. Was ist denn dann das hier? Irgendwas anderes. Ich finde zwar, wie gesagt, Oberleitung recht schön, aber im Bau beschäftige ich mich da irgendwie nicht gern. So, jetzt, wir könnten natürlich auch zwei so Masten immer nebeneinander setzen. Also einmal so hier über zwei Gleise. Ups, warum kannst du da bleiben? Also so hier ungefähr. Die müssen dann natürlich noch an die richtigen Stellen, ist schon klar. Und dann irgendwo hier. Oh, das sieht dann doof aus. Nee, wir machen den großen hier. Ich setze aber die nicht genau also an die jeweilige Leitung, weil ich das nicht mache. So. Jetzt wisst ihr das. Also, falls jemand nicht kapiert hat, egal. Dann passt auch. Dann suche ich jetzt das nur nochmal. Und schau mal, wie oft wir das brauchen. So, warte. Es war hier. So, vier Gleise. So, und das machen wir jetzt immer bei den Punkten hier. Also ein wenig passe ich die dann schon an, aber wie halt ist dann die Frage. Also, sollen wir die so oft machen, alle Sicht? Ich weiß nicht. Schauen wir dann gleich mal. Ups. So, und am Schluss noch. Wie sieht das aus, wenn die so oft da sind? Sieht doof aus, ne? Es sind zu viele auf jeden Fall. Sieht aber auch irgendwie komisch aus, so riesen Masten hier in der Landschaft. Naja. Ja, es sind auf jeden Fall zu viele, würde ich sagen. Für den Abstand, wenn ich jetzt hier immer dann einen rausnehme in der Mitte. Ne, nicht Busch. So. Es reicht eigentlich aus hier, weil das hier geht's eh nur geradeaus. Ja, es dürfte reichen, würde ich sagen, oder? Ja, doch, hier geht's nur geradeaus, es dürfte reichen. Okay, dann passen wir die mal, ein wenig passen wir sie schon an, aber jetzt halt nicht genau an die Leitungen hier. Dass die Haken halt an der Leitung sind, das ist mir eigentlich relativ egal. So, also ich mache jetzt hier mal so, dass die so in der Mitte stehen ungefähr. Und so.
Dann, der muss aber ganz nach hinten, ne? Wenn man jetzt hier von weiter weg sieht, schaut, sieht man das eh nicht, ob die jetzt da genau dran hängen, die Leitungen und den Zocken da oder nicht. So, und jetzt, gut. Ja, hier brauchen wir scheinbar aber doch mehr die Leitungsmasten. Irgendwie gefallen mir die Masten aber auch nicht. Ja. Und jetzt werde ich Folge eigentlich schon wieder rum, weil sonst bin ich wieder ewig mit dem Hochladen beschäftigt und dann macht mein Programm wieder nicht mit wie letztes Mal. So, egal. Also jetzt suche ich mal hier gerade. Ja, wir könnten eigentlich auch so zwei Standard, so Standardmast nehmen. Dann hier einen rein und hier einen rein. Wie sieht das aus? Ne, das waren die falschen. Ne, die großen gefallen mir nicht. Die werfen wir wieder raus. So. Und dann nicht die. Nein. Nö, 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 nö. Die da. Lang, kurz und so. Die da ungefähr. Einmal hier und einmal hier irgendwie. Ja, es sieht um Welten besser aus. Und die können wir dann auch wirklich da anpassen, dass auch keiner das Jammern anfängt. So. Okay, das machen wir aber in der nächsten Folge. In Folge 3 von Let's Play EP. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Ganzen hier sagt und haltet und mit der Oberleitung und so. Genau, danke fürs Zusehen, euer der Steuer, bis zur nächsten Folge EP 10, 11 und Tschüssikowski.